Hello Boston! Hallo ihr Lieben! Ich habe seit kurzem eine neue Beschäftigung. Und zwar nähe ich Masken als Volunteer, also für einen guten Zweck. Ich habe jetzt heute die dritte Batch abgeholt. Habe als erstes 20 genäht, dann 25 und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele da drin sind. Also nochmal ein guter Schwung. Und ja, da wollte ich euch jetzt einfach mal mitnehmen, was ich da so mache. Die Masken sind so vorbereitet, dass die einzelnen Teile schon vorgeschnitten sind. Dabei sind noch zwei Haargummis, die dann mit reingenäht werden. Und was ich jetzt als ersten Produktionsschritt mache, ich mache die alle auseinander und bügel sie mir dann so vor, wie ich sie umnähe. Einfach, das macht es viel leichter und sieht dann auch viel sauberer aus. Ich habe jetzt alles auseinandergefummelt. Also das ist der Stoff für die Masken. Das sind die ganzen Haargummis. Und als nächstes fange ich an umzubügeln. Jetzt habe ich auch meine Maske auf, einfach weil ich die Materialien recht lang in der Hand habe und dass das Ganze geschützt ist. Also die Stoffe werden aber, bevor die dann ausgehändigt werden, beziehungsweise die fertigen Masken werden die auch noch mal gewaschen. Genau. Hier, das Teil habe ich zweimal. Also das wird dann das Gesichtsteil. Das muss ich einfach nur bügeln, weil es wird so genäht, dass die Naht innen ist. Die kommen jeweils innen rein und da nähe ich einfach mir das so vor, wie dann jeweils der Rand umgenäht wird. Es ist ganz praktisch, dass die schon aufeinander liegen. Also ich bügel die dann auch und mache sie ganz auseinander, dass ich nichts messen muss, sondern dass es dann direkt auf beiden Seiten gleich umgenäht ist. Und hier mache ich genau dasselbe. Jetzt ist mir doch tatsächlich eben die Fini hochgesprungen, weil sie helfen wollten. Genau, so sieht es dann aus. Und ja, wie gesagt, als ersten Produktionsschritt habe ich mir überlegt, dass ich alles komplett bügel und nicht immer Nähmaschine, Bügeleisen hin und her laufen muss. Einfach, dass es schneller geht. Mit Bügeln bin ich jetzt soweit durch. Wie ihr seht, das sind ganz schöne Stapel. Der ein Teil ist jetzt so gekommen, dass ich die Gesichts- mit den Seitenteilen noch zuordne farblich. Das mache ich jetzt noch und ansonsten mache ich morgen früh weiter, weil ich habe keine richtige Lust mehr und dann soll man es bleiben lassen. Guten Morgen ihr Lieben. So, ich habe ausgeschlafen, habe schon ein bisschen Sport gemacht. Und gleich geht's los mit Nähen. Ich habe mir jetzt alles aufgebaut und wie ihr euch sicher denken könnt, bei so vielen Masken ist es wichtig, dass man guckt, dass man einigermaßen gut vorankommt. Deswegen werde ich jetzt alles erstmal im ersten Schritt zusammennähen, beziehungsweise die Kanten umnähen. Das nennt sich Chainsawing, also Kettennähen. Und ich probiere jetzt mal aus, ob ich dann insgesamt schneller sein werde.
alle Kanten umgenäht, habe die Außenteile für die Maske zusammengenäht, die Innenteile umgenäht und was ich jetzt als nächstes noch machen muss, die Innenteile für das Mittelteil umnähen. Jetzt fehlen nur noch die Gummis für die Ohren. So, geschafft. Insgesamt 36 Masken. Ja, ich denke, ich werde noch ein paar weitere nähen, weil ja. Es macht einfach Spaß und ist für einen guten Zweck. Dann bis nächste Woche, Freitag, 18 Uhr. Macht's gut. Tschüss.